Das Abi ist vorbei und ein neues Kapitel steht an. Ich glaube, so geht es gerade vielen. Ich habe ja auch schon auf meinem Kanal mein Abitur mitgevloggt und habe euch erzählt, wie das Ganze so war. Und ich denke, deswegen gibt es auch viele Abiturienten hier aktuell auf meinem Kanal. Das haben mir auch einige geschrieben und gerade auf Instagram haben viele mein Abitur verfolgt und mir dann selbst immer geschrieben, wie ihre Prüfungen dazu liefen. Und jetzt, wo das Abitur vorbei ist oder für die meisten schon vorbei ist, steht eben das neue Kapitel an, was für ganz viele hier auf meinem Kanal auch Studium heißt. Und auch für mich steht jetzt ein Studium an und ich werde euch auf jeden Fall noch ein Video hochladen, wo ich eure Fragen beantworte zu meiner Zukunft bzw. alles das, was jetzt irgendwie anstehen könnte. Das werde ich euch dann nochmal ganz genau erklären. Aber heute soll es wirklich mal um die Studienwahl gehen, weil ich glaube, ganz viele wissen noch nicht, was sie in Zukunft machen wollen, was doch erstmal total normal und gar nicht verwerflich ist. Denn ich habe mich letztens auch mit zwei Freundinnen getroffen, mit denen ich auch Abi gemacht habe und wir haben darüber geredet, was eigentlich die Leute aus unserer Stufe so machen wollen und uns ist aufgefallen, dass die meisten noch gar keine Ahnung haben. Und ich glaube, das ist was ganz normales, weil die allermeisten, wie gesagt, in meiner Stufe wissen nicht, was sie machen wollen. Und wenn es euch auch so geht, dann erstmal keine Sorge, dafür gibt es das Video heute und ich hoffe, dass ich euch damit ein paar Denkanstöße geben kann und euch ein bisschen helfen kann. Ich habe mir natürlich Notizen gemacht für das Video, so organisiert, wie ich immer bin. Und zwar werde ich das Ganze so aufteilen, dass ich euch erstmal ganz kurz erkläre, wie es bei mir jetzt weitergeht, was ich studieren möchte. Dann werde ich euch noch ein cooles Hilfsmittel zeigen. Moment, ich hole es. Und zwar ist das der Zeitstudienführer. Ich werde nachher nochmal ganz genau darauf eingehen, wie er mir geholfen hat bzw. wie er euch helfen kann. Ich bin sehr froh, dass die Zeit das Video heute sponsert, deswegen muss ich jetzt hier oben auch Werbung einblenden. Finde es aber wirklich gut, weil ich denke, dass das Studienführer vielen Menschen oder viel von euch vor allem helfen kann. Danach werde ich euch noch verschiedene Möglichkeiten nach dem Abi aufzeigen und euch vor allem auch erklären, was meine Freunde gerade machen, um euch einen kleinen Einblick zu geben. Wenn wir das besprochen haben, geht es dann darum, was einem bei seiner Entscheidung helfen kann bzw. Dinge, die mir geholfen haben oder auch in meinem Freundeskreis oft benutzt wurden. Dann rede ich ganz kurz über die Stadt, in der ich studieren möchte und über den NC. Und als letztes werden wir noch gucken, ob der Studiengang, den ich mir auch so habe, auch wirklich zu mir passt. Falls euch eine Sache nicht interessiert, habe ich wie immer unten die Timestamps drin. Ihr könnt immer zu dem Abschnitt springen, der euch interessiert. Fangen wir jetzt mal ganz kurz an mit meiner persönlichen Reise oder mit meinem persönlichen Studiengang. Ich glaube, die meisten wissen es schon, aber wenn alles so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe, möchte ich Jura studieren. Wie es dazu kam, werde ich wie gesagt später noch erklären, aber um euch jetzt mal einen groben Überblick zu geben, ich hatte in der Oberstufe, in dem ersten Block, also in den Qualifikationsphasen, Einschnitt von 0,8. Das sage ich nicht, um damit anzugeben, das sage ich nur, um hier immer so einen Rahmen rumzugeben, um die Dinge, die ich hier erkläre, damit ich auch zeige, dass das alles, dass mir das auch alles sehr geholfen hat, die Lernmethoden, die ich hier präsentiere. Und die Sache ist, dass ich jetzt meine Abiturprüfungen ja schon geschafft habe. Ich habe auch schon meine mündliche Note, aber ich habe noch nicht meine schriftlichen Noten. Das heißt, mein Abiturschnitt kann ich dementsprechend noch gar nicht hier sagen. Ich kann ja noch nicht mal wirklich vermuten, weil die schriftlichen Noten ja doch noch ziemlich viel rausreißen können. Also ich hoffe natürlich auf 1,0, einfach weil das irgendwie so schön zu sagen wäre, aber es ist eigentlich nur ein Ego-Ding, weil ich brauche 1,0 nicht für Jura. Was genau der NC, der Numerus Clausus eigentlich ist, ist doch hier im Zeitstudienführer erklärt und ich wusste das auch nicht so hundertprozentig. Mir war nämlich auch lange Zeit nicht bewusst, dass sich der NC eigentlich immer nur auf das Jahr davor bezieht und nur so eine Richtlinie ist. Aber das könnt ihr alles hier nochmal durchlesen. Wie gesagt, hier der zweite Schritt ist auch wirklich bewerben, Durchblick beim NC, da wird nochmal alles ganz genau erklärt. Und mein Punkt ist eben nur der, dass der NC letztes Jahr an der Uni, in die ich gehen möchte, für Jura 1,6 war. Und ich denke, dass ich 1,6 auf jeden Fall schaffen werde, weswegen ich ganz positiv eigentlich gestimmt bin auf meine Zukunft, sage ich jetzt mal. Aber es kann sich alles noch ändern. Aber wenn alles so klappt, wie ich mir vorgestellt habe, dann werde ich jetzt im Wintersemester hin Jura studieren. Ich finde es sehr gut, dass der Studienführer so wie ein Workbook aufgebaut ist und es verschiedene Schritte gibt. Zum Beispiel fängt es hier an mit erstens entscheiden, zweitens bewerben und drittens studieren. Und dann gibt es immer zu der jeweiligen Kategorie verschiedene Artikel und auch Checklisten. Zum Beispiel hier bei Bewerben gibt es zum Beispiel die Frage, wie bekomme ich einen Studienplatz und was sollte ich bis dahin erledigen? Und die erste Seite hier ist direkt zum NC und das habe ich mir gestern nochmal durchgelesen und war dann auch ein bisschen überrascht, wie sehr man sein NC auch nochmal verbessern kann mit bestimmten Dingen. Bevor ihr jetzt schon direkt einen Studienführer kauft, noch eine Sache. Und so habe ich nämlich auch ein bisschen Rabatt für euch. Mit meinem Link in der Infobox könnt ihr nämlich ein bisschen Geld sparen und kriegt diesen Studienführer für nur 6 € statt 11,95 € und kriegt den Studienführer auch kostenlos zu euch nach Hause geschickt. Deswegen macht das auf jeden Fall. Wie gesagt, benutzt unbedingt den Link in meiner Beschreibung unten. Spart ihn nämlich ein bisschen und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen helfen kann. Kommen wir nämlich jetzt zum nächsten Punkt und zwar Möglichkeiten nach dem Abitur. Ich persönlich bin hier auch gerade erst in der Zeit nach dem Abi, habe dementsprechend auch nicht so viele Erfahrungen und möchte euch jetzt vor allem das teilen, was meine Freunde gerade machen. Ich glaube, die allermeisten bei mir
ihr Plan ist so, dass sie erstmal eine Art Gap Year machen und ein Jahr lang entweder Praktika machen dann in diesem Jahr oder ein FSJ machen, also ein freiwilliges soziales Jahr. Ich habe auch eine Freundin, die geht ins Ausland und möchte einfach ein bisschen arbeiten, also so im Sinne von Work and Travel. Und meine beste Freundin hat zum Beispiel ein Orientierungsstudium gemacht. Sie hat nämlich letztes Jahr Abitur geschafft und hat dann sich dazu entschieden, ein Jahr lang zu studieren, aber noch kein richtiges Fach, sage ich jetzt mal, sondern sie hat ein Orientierungsstudium bekommen, wo sie sich nicht festlegen musste auf einen Studiengang, sondern sich alle möglichen Kurse sich dort einschreiben konnte und sich ausprobieren konnte. Das ist in dem Sinne hilfreich für sie, als dass sie erstmal in bestimmte Studiengänge reinschnuppern kann. Des Weiteren bekommt sie mit, wie Studieren überhaupt funktioniert und ob es was für sie ist. Und das, was ich auch ganz cool finde, ist, dass ihr Schnitt verbessert wird. Das heißt, durch dieses Orientierungsstudium kriegt sie ein paar Punkte mehr und das ist auch an jeder Uni anders. Aber bei ihr ist es zum Beispiel so, dass sie 0,5 Punkte besser wird. Das heißt, hätte sie jetzt einen Abschnitt von 12,0 gehabt, hätte sie jetzt 1,5. Aber das ist wie gesagt bei allen Unis ein bisschen anders, deswegen legt euch auf meine Worte jetzt hier nicht fest. Das ist bei ihr zumindest so und ich fand das auch sehr cool. Und Ideen, die ihr nach dem Abitur machen könnt, gibt es aber auch hier im Studienführer drin. Ich meine gestern Abend noch gesehen zu haben, dass es auch hier was zur Bundeswehr gibt. Oh mein Gott. Da fällt es mir schon gleich aus der Hand. Es ist so schwer, wisst ihr, da ist so viel drin. Also 6 Euro, die lohnen sich wirklich. Welche Seite war denn das jetzt nochmal? Genau, die Bundeswehr wurde hier nämlich auch erwähnt. Und ein Freund von mir geht nämlich auch zur Bundeswehr. Er möchte Medizin studieren, sein Schnitt ist aber nicht gut genug, zumindest hier für Berlin. Und deswegen, er hat noch verschiedene Dinge angestrebt, um seinen Schnitt ein bisschen zu verbessern und um generell besser in Medizin reinzukommen. Und ich glaube, da ist die Bundeswehr auch eine Alternative, die viele Menschen dann überlegen. Aber hier, wie man sehen kann, gibt es auch nochmal verschiedene Möglichkeiten, die hier im Studienführer angezeigt werden, was es noch für Möglichkeiten nach dem Abitur gibt. Jetzt möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was bei der Entscheidung helfen kann. Und dazu erzähle ich erstmal ganz kurz, wie meine Entscheidung für Jura zustande gekommen ist, weil das fragen mich so viele Leute immer. Also wenn ich einen Stream mache, einen Livestream auf TikTok gerade und dann erzähle, ja, ich studiere bald Jura, weil das auch wieder viele Fragen. Wir haben immer die Frage, wie hast du dich entschieden? Und ich glaube, die Frage kommt daher, dass viele auch wissen wollen, wie sie sich entscheiden können. Bei mir persönlich war es vielleicht ein bisschen anders als bei den meisten. Mir wurde früher, also schon ganz, ganz lang immer wieder gesagt, hey, Jura passt so gut zu dir. Du denkst genau, wie Juristen denken, aber dafür wärst du halt keine gute Naturwissenschaftlerin oder sowas. Mir wurde das schon ganz oft gesagt, aber ich glaube, wie wir das alle irgendwie kennen, wenn einem vor allem die Eltern irgendwie sagen, mach das, mach das, mach das, ist man erstmal ein bisschen abgeneigt dagegen. Bei mir war das ähnlich, also mir wurde das öfter gesagt von Eltern, Großeltern, teilweise auch Freunden oder Bekannten, also Erwachsenen, Bekannten und so. Und dann war ich immer sehr abgeneigt, weil ich wollte nicht das machen, was Leute mir sagen. Deswegen habe ich die Idee auch wieder verworfen. Also ich fand ganz viele Dinge interessant, ich hatte auch schon alles Mögliche überlegt, ganz mit dabei, war eigentlich immer auch sowas in Richtung Psychologie, fand ich immer sehr interessant, aber auch Journalismus, Literatur, Medien und so, dieses etwas typischere, sage ich jetzt mal, war auch immer etwas, an was ich gedacht habe, Germanistik oder so, weil ich sehr gerne Dinge mit Sprache mache. Aber irgendwie war es auch alles immer nicht so das Richtige für mich, als ich dann länger darüber nachgedacht habe. Ich hatte da nie so eine richtige Leidenschaft für eigentlich und hab dann tatsächlich damals auch angefangen, wieder mehr Jura-Content oder hab dann angefangen, Jura-Content auf Social Media zu sehen, als ich selbst Social Media dann hatte und damit auch angefangen habe. Und habe mir doch gemerkt, diese Leute, die Jura studieren, wir sind uns irgendwie doch relativ ähnlich. Und wenn ich dann so aus Spaß auch mal so Berufstests im Internet gemacht habe oder sowas, kam immer irgendwie Jura. Und dann habe ich angefangen, mir Bücher darüber zu bestellen, über Fälle oder über das Studium und habe mich darüber informiert und habe gemerkt, okay, irgendwie ist es doch eine Sache, die ganz gut zu mir passt und mir eigentlich auch voll Spaß macht. Weil ich habe auch ganz viele Bücher hier zu Hause, die von Juristen geschrieben wurden, wo auch Fälle aufgearbeitet wurden und ich finde diese Denkstrukturen auch super interessant, weswegen ich dann auch dachte, okay, Jura ist eine Sache, die ist für mich. Das war mir persönlich mit so 15 Jahren ungefähr dann doch klar. Und jetzt bin ich ja 18, das heißt, in den letzten 3 Jahren habe ich mich immer wieder damit beschäftigt, mit dem Studiengang. Und seitdem möchte ich das eigentlich nur noch viel mehr. Der Studienführer hat ja auch eine ganze Rubrik hier mit Entscheiden, wo ganz genau nochmal erklärt wird, wie man sich entscheiden kann. Da wurde auch erwähnt, dass es ja so Studienberatungen gibt. Das hat eine Freundin von mir auch gemacht. Die ist dann extra nach Hamburg gefahren für eine Studienberatung. Da musste sie so 2 Tage ganz viele Tests machen. Dann wurde auch ihre Persönlichkeit ausgewertet und wurde gesagt, was zu ihr am besten passt. War aber für uns alle auch keine große Überraschung. Ich glaube, da muss jeder für sich entscheiden, ob sich das Geld wirklich lohnt.
für euch, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, bei ihr war das immer schon ganz klar, was zu ihr passt. Deswegen war es, glaube ich, für sie dann noch ein bisschen schade, dass sie dann doch so viel Geld dafür ausgegeben hat, weil das eine Sache war, die für sie irgendwie eh schon klar war. Aber ich glaube, wenn man gar keine Ahnung hat, kann es vielleicht doch ganz interessant sein. Ansonsten würde ich immer sagen, Dinge wie Praktika können helfen oder auch einfach mal seine Verwandten und Freunde und Familie, okay, Familie sind Verwandte, fragen, weil ich glaube, die wissen auch ganz gut, wie ihr denkt, was euch interessiert, worin ihr gut seid, eure Stärken, eure Schwächen, und es kann auch helfen. Gerade wenn ihr es noch nicht wisst, müsst ihr auch nicht direkt mit dem Studium anfangen. Also zum Beispiel hier ist auch nochmal eine Seite, wo erklärt wird, was dir ein Freiwilligendienst bringt, weil es kann dir auch was für dein Studium später helfen. Und sowas zu überlegen ist auf jeden Fall, also ist es auf jeden Fall wert. Als ich das erste Mal durch diesen Studienführer durchgeblättert habe, fand ich es auch ganz witzig, hier nochmal die Seite über die Stadt zu sehen. Also in welcher Stadt man studieren sollte oder möchte. Und dann war hier so Klein versus Großstadt. Und das fand ich ganz witzig, weil ich plane eigentlich auch in Berlin zu bleiben. Und hier wurde auch die Uni in Berlin erwähnt, also die FU. Es gibt hier 3 große Unis in Berlin. Und der Mensch, der das hier berichtet hat, sein Erfahrungsbericht, der war ganz ähnlich zu dem, was ich auch gemerkt habe, weil ich war auch schon mal an der FU und habe mich da einfach mal in eine Vorlesung reingesetzt, bei Jura, um mal zu gucken, ob es das für mich ist. Und es stimmt, das ist schon enorm, es ist sehr anonym, es ist, dass man viele Menschen kennenlernt, viele auch gar nicht mehr wieder sieht. Das ist halt einfach typisch Berlin. Dann gibt es hier am Ende auch noch ganz viele Seiten mit verschiedenen Studiengängen. Es gibt hier so ein ganz großes Kapitel mit Gesellschaft und Recht, das ist ja so meine Seite eher. Ich hatte ja auch Politikleistungskurs und das finde ich einfach super interessant. Auf jeden Fall wollte ich gar nicht erzählen, da gibt es eine Jura-Seite, auch also für fast jeden Studiengang gibt es ja auch nochmal eine extra Seite, wo erklärt wird, worum es geht, wie das Studium abläuft, um dann auch ein paar typische Fragen geklärt werden und Erfahrungsberichte veröffentlicht sind. Hier steht zum Beispiel, das Fach passt zu dir, wenn. Das können wir jetzt ja mal gerne durchlesen und gucken, ob es dann zu mir passt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich denke, ihr kennt mich ja jetzt auch ganz gut durch meine Vlogs und generell durch meine Videos. Dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, dass das zu mir passt. Also, das Fach Jura passt zu dir, wenn du dich dafür interessierst, wie man gesellschaftliche Konflikte durch die Anwendung von Recht lösen kann und wenn du mit einer stark strukturierten Denkweise klarkommst. Honestly, stark strukturierte Denkweise ist, glaube ich, genau das, was ich habe. Ich habe einen sehr analytischen Gedankenvorgang und ich fand das ganz interessant, weil ich habe mich letztens auch mit einem Strafrichter getroffen. Das ist ein Bekannter von mir, von meiner Familie, und er hat mir auch erzählt, dass das eine ganz große strukturierte, analytische Schubladendenkweise fast schon ist, in der man denken muss. Und ich habe mich so gefreut, weil das ist genau die Art und Weise, wie ich denke persönlich. Deswegen fand ich es irgendwie ganz cool. Es klingt vielleicht ein bisschen weird jetzt. Egal. Um dich auf das lernintensive erste Staatsexamen vorzubereiten, solltest du mit Stress umgehen können, diszipliniert arbeiten. Disziplin habe ich, mit Stress gut umgehen, denke ich, geht auch. Also ich bin auch sehr belastbar, wobei ich sagen muss, dass ich ja auch mich selbst sehr oft stresse. Und ich glaube, das wird auch ein Problem oder könnte ein Problem werden, weil ich ja auch sehr perfektionistisch bin und immer gut sein möchte. Dann muss ich auf jeden Fall versuchen, dann so schnell es geht abzulegen und nicht so nah an mich ranzulassen. Ja, ich kriege am 15. Juni meine Noten für die Prüfungen und dann darf ich mich entscheiden, ob ich dann noch in die Nachprüfung gehe oder nicht. Ich denke, ich werde das nicht machen, außer wenn ich jetzt wirklich sehr unzufrieden bin, wahrscheinlich dann in Mathe. Werde ich vielleicht in eine Nachprüfung gehen, ich denke aber eher nicht. Und dann kriege ich bis zum 30.06. noch mein Abiturzeugnis, werde euch das hier auf jeden Fall auch noch zeigen dann auf YouTube und euch genau erklären und euch genau mitnehmen bei meinem Abiturzeugnis, und dann muss ich mich auch schon bewerben. Natürlich weiß man nicht einfach so, wie man sich bewirbt, und auch das hier ist im Studienführer gezeigt, das heißt, die verschiedenen Arten zu bewerben. Jetzt gerade bei Studiengängen mit Medizin geht das nämlich über Hochschulstart ganz gut. Ja, also ich werde euch, wie gesagt, immer bei YouTube hier weiterhin mitnehmen bei meiner zukünftigen Reise, und bald kommt auch ein neues Q&A online zu meiner Zukunft. Es klingt immer so ein bisschen weird, oder? Es klingt ein bisschen weird. Aber ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, das heutige Video, und vielleicht ein bisschen was geholfen hat oder zumindest auch ein bisschen den Druck rausgenommen habt vielleicht für euch, dass ihr jetzt wisst, dass es vielen noch so geht und dass es sogar einen ganzen Studienführer gibt, wo ihr über, ich glaube, das sind 300 Seiten, ja, 298 Seiten, alles lesen könnt, falls ihr noch keinen Plan habt. Das wird euch auf jeden Fall helfen. Kauft es gerne über den Link in meiner Bio, wie gesagt, in meiner Bio, in meiner Beschreibung. Dann sind es nur 6 Euro. Ohne Versandkosten, also es lohnt sich, denke ich, auf jeden Fall. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Glück und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann, Leute. Tschüss.